Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum Start von Star Wars Outlaws. Ich werde euch jetzt eine Reihe von Videos bringen als kind of Walkthrough durch das Star Wars Outlaws Game und wir starten direkt rein hier mit K-Wes in unserer ersten Mission. Ihr startet in Kays Zimmer, einer Unterkunft im zerbrochenen Hof und könnt dann, nachdem ihr dort ein bisschen die Kantine erkundet habt, euch auf den Weg hier durch Canto Bight machen. Ich zeige euch das nicht alles im Detail, ich zeige euch nur an kleinen Stellen, wo ihr ein paar Items finden könnt. Denn diese Items braucht ihr am Anfang, um ein wenig Geld zu scheffeln. Es gibt nicht wirklich einen falschen Weg, den ihr hier am Anfang gehen könnt. Erkundet ein bisschen die Gegend und sucht, wie gesagt, ein paar von diesen Items oder auch ein bisschen Geld. Denn das werdet ihr gleich brauchen. Wenn ihr dann nämlich am Ende an Prebans Laden ankommt, dann geht es letztlich darum, dass ihr theoretisch gesehen Preban etwas Geld gibt. Und da seht ihr es, ich bin gerade bei Preban angekommen und ich habe jetzt zu wenig Credits. Ich habe nur 78 von 100. Das heißt, was ihr dann macht, ist, ihr lauft vom Prebans Laden zurück bis zu dem Händler. Den Händler findet ihr hier an der Ecke und könnt da alle Gegenstände, die ihr gerade bereits eingesammelt habt, verkaufen, um halt diese 100 Credits zu bekommen. Es schadet auch nicht, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr Geld verdient, denn ihr braucht am Ende des Tages nochmal 100 Credits später, um jemanden zu bestechen. Das ist nicht zwingend notwendig, aber die ersten 100 Credits an dieser Stelle braucht ihr auf jeden Fall. Nachdem ihr das gemacht habt, geht es weiter und zwar Richtung Club Tarsus. Wie gesagt, ihr folgt einfach den Markierungen auf der Karte. Hier ist das Spiel noch relativ linear, sodass ihr eigentlich keine andere Wahl habt, als in diese Richtung zu laufen. Auch hier in der Nähe von Club Tarsus findet ihr noch weitere verbrauchte Energiezellen und ein bisschen Geld, sodass ihr das euch auch einsammeln könnt, falls ihr vorher mal den falschen Weg gekommen seid. Das heißt, ihr findet auf jeden Fall die 100 Credits, die ihr für Preban braucht. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, das weitere Video auf meinem Kanal anzuschauen mit dem ersten Fatir-Rennen, das ihr schaffen könnt. Und wenn ihr dieses Fatir-Rennen abschließt, kriegt ihr auch nochmal 35 Credits. Dann haben wir hier das erste Mal ein Rätsel, um ein Schloss zu knacken. Das wird immer wieder vorkommen und das macht ihr mit einem Datenstift und diese ganze Geschichte ist so, dass ihr da immer so ein bisschen auf den Rhythmus hören müsst und dann entsprechend dem Rhythmus dann immer drückt, immer wenn das Licht gelb leuchtet und dann könnt ihr dieses Schloss knacken. Wie gesagt, das wird euch durch gesamt Star Wars Outlaws weiterhin begleiten. Das findet einfach an verschiedenen Stellen im Spiel statt. Wir klettern dann weiter rüber hier und haben schließlich dann eine Option, dass wir mit Nix den Türknopf hier öffnen müssen. Und nur so kommen wir dann tatsächlich hier in Club Tarsus hinein. Wir können auch nochmal ganz kurz auf die Klos gucken, aber theoretisch gesehen seid ihr dann da, wo ihr sein müsst. Und dann geht es darum, eine ID-Karte zu finden. Und an dieser ID-Karte kommt ihr über zwei Wege ran. Als erstes müsst ihr unten in den Club hineingehen und entweder direkt mit demjenigen, der die Tür bewacht, sprechen oder aber mit der Barkeeperin. Ich würde euch empfehlen, zuerst zur Barkeeperin zu gehen, denn die gibt euch einen heißen Tipp über den Charakter desjenigen, der da ein bisschen den Türsprecher mimt. Und es ist so, dass ihr halt entweder, deswegen hatte ich gesagt, es ist ganz gut, wenn ihr noch mehr Geld einsammelt, wenn ihr entweder an dieser Stelle wieder 100 Credits habt, dann könnt ihr diesen bestechen. Oder falls ihr diese 100 Credits nicht habt, solltet ihr, wie gesagt, mit der Barkeeperin reden. Ich finde es grundlegend sinnvoll, einfach mit der Barkeeperin zu reden, weil dann kriegt ihr einfach die Informationen und spart euch 100 Credits. Ist jetzt später im Spiel nicht so besonders viel, aber jetzt hier am Anfang des Spiels macht das schon was aus. Und danach seht ihr hier an der Tanzfläche auf der rechten Seite, haben wir gerade gesehen, da lehnt so jemand an der Wand und an diesem müsst ihr vorbei. Ihr werdet es gleich sehen, ich gehe da gleich hin zu demjenigen, den wir da ansprechen werden. Und nach einer kleinen Diskussion könnt ihr, wie gesagt, entweder bestechen oder bluffen. Bestechen wäre jetzt 100 Credits, die ich gerade an der Stelle nicht habe. Und bluffen wäre tatsächlich so, dass ihr ihm ein bisschen was darüber erzählt, dass sich irgendwelche Leute an seinem Fahrzeug zu schaffen machen. Und dann haut der Kollege schlicht und ergreifend einfach ab. Danach geht's rein in das Büro und in diesem Büro finden wir dann die gefälschte ID-Karte und dazu müssen wir an dieser Stelle auch gleich wieder einen weiteren Datenstift-Einsatz vornehmen.
und lernen hier vorher noch mal einmal, wie wir Gegner nichts an den Gegner einfach mit V bzw. mit dem Niederschlagen ausschalten. Und dann, wie gesagt, sind wir schon im relevanten Büro. Und hier sehen wir es auch. Und da vorne links ist noch ein weiterer kleiner Verschlag mit einer Tür davor. Und diese müssen wir dann erneut hacken und diese Tür hier an der Stelle öffnen. Und werden dabei natürlich entdeckt und lernen dann, wie wir das erste Mal mit dem Blaster umgehen. Und das werdet ihr jetzt sehen. Da kommen Gegner auf uns zu nach einer kleinen Zwischensequenz. Und ihr schaltet die Gegner letztlich einfach mit eurem Blaster aus und dadurch schaltet sich ein weiterer Weg hier raus frei und an dieser Stelle gehen wir dann einfach, folgen wir diesem Weg und machen uns aus dem auf dem Weg aus dem Club zu entkommen und am Ende des Tages wieder zum zerbrochenen Huf zurückzukehren, also zur Kantina, wo wir am Anfang gestartet sind. Auch hier insgesamt, auch wie gesagt, hier in dieser ersten Mission ist alles sehr, sehr linear. Das ist, glaube ich, in den ersten zwei Missionen eigentlich so der Fall. Und erst ab Mission 3, 4 wird sich das alles ein bisschen öffnen, wo wir wirklich dann Richtung einem Open-World-Game kommen. Hier haben wir dann wieder einen Gegner. Hier könnt ihr auch ein bisschen schon mal probieren, wie ihr mit Nix arbeitet. In dem Fall, habt ihr es gesehen, habe ich Nix eingesetzt, um den Gegner anzugreifen und kann ihn danach relativ einfach niederschlagen. Hier wird euch erklärt, wie ihr das Betäubungsmodul der Waffe einsetzt, in dem Fall mit F, und dann den Gegner betäuben könnt. Wie gesagt, müsst ihr nicht machen, gibt es aber viele Gelegenheiten, wo das ganz cool ist. Normalerweise wirkt Betäuben so, dass der Gegner mit einem Schuss dann zerstört ist. Ich habe hier alle Gegner in dem Raum mal ausgeschaltet. Wie gesagt, könnt ihr Betäuben zu nutzen, könnt ihr euren anderen Schuss zu nutzen, könnt ihr Niederschlagen zu nutzen und euch entsprechend da anschleichen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht es, ihr habt es gerade gesehen, durch diese Lamellen auf dieser Seite weiter. Ich bin hier nochmal eine kleine Runde gelaufen und dann hier einfach weiter geradeaus und könnt dann hier auf der rechten Seite das Gitter öffnen und kommt dann durch den Schacht weiter voran. Und das ist eigentlich auch, wie gesagt, wieder straightforward. Leiter hoch, weiter den Schacht entlang krabbeln und am Ende landet ihr auf den Dächern von Canto Byte. Und wenn ihr da angekommen seid, macht ihr euch auf den Weg, wie gesagt, einfach geradeaus. Ihr seht, das sind dann noch 100 Meter, bis dann schließlich ihr beim zerbrochenen Huf wieder angekommen seid. Und dort begebt ihr euch dann letztlich relativ simpel in euer Zimmer, das heißt wieder genau da, wo ihr vorher gewesen seid, und dann prasseln eine Menge von Zwischensequenzen auf euch ein und ihr habt diesen Abschnitt dieses Quests tatsächlich auch geschafft. Und das Ganze zeige ich euch zumindest jetzt mal, wie ihr bis zu eurem Zimmer kommt. Also hier sind wir jetzt beim zerbrochenen Huf und da betreten wir dann entsprechend das Gebäude und gehen einfach wieder hoch in Case Zimmer. Das heißt, da, wo wir auch vorhin gestartet sind. Und dann haben wir diesen Abschnitt geschafft. Dann kommt in dieser Mission noch ein letzter Abschnitt. Wie gesagt, nach ungefähr, keine Ahnung, 1, 2, 3 Minuten Zwischensequenzen. Starten wir dann hier wieder an dieser Stelle direkt vor dem zerbrochenen Huf und müssen uns jetzt auf den Weg machen zur Crew. Da geht es auch nur noch ein bisschen darum, um ein bisschen Parcours zu üben und am Ende des Tages hier Canto Byte soweit zu verlassen. Und ich zeige euch jetzt hier den Weg, den ich da auch genommen habe. Der ist auch relativ klar, weil auf der rechten Seite, wenn ihr aus dem zerbrochenen Huf rauskommt, könnt ihr tatsächlich einfach auch nicht lang gehen, denn da ist es halt einfach so, dass da einfach Gegner stehen. Und stattdessen müsst ihr hier an dieser Seite weiter geradeaus. Und ihr habt jetzt da gerade schon gesehen, rechts von mir, da ist tatsächlich wieder eine Kletterpartie angesagt. Und ihr habt auch gesehen, dass jetzt vor uns hier gerade war das Tor nämlich geöffnet. Und das ist vorher, als wir das letzte Mal hier waren, war das geschlossen. Und deswegen konntet ihr da noch nicht lang gehen. Und jetzt ist das Tor aber an der Stelle geöffnet. Jetzt geht es hier wieder nochmal um ein paar Dächer. Wie gesagt, bei mir war es auch der Anfang des Spiels. Deswegen bin ich hier noch relativ vorsichtig. Aber an der Stelle entdeckt euch einfach niemand. Ihr könnt hier einfach locker flockig drüber. Und könnt ihr dann nochmal euren Greifhaken benutzen, um hier rüber zu springen. Und
seid dann auch gleich schon da. Hier noch durch ein paar Gassen. Hier auch sehr wichtig, hier könnt ihr euch durchzwängen. Und dann seid ihr auch schon gleich bei euren Kumpanen. Da kommen dann wieder ein paar Zwischensequenzen. Viel mehr gibt es an der Stelle auch nicht zu sagen. Ich hoffe auch, dieses kleine Walkthrough durch die erste Mission hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Schaut in meinen weiteren Videos vorbei. Und ja, ich hoffe, es hilft euch weiter. Und ich hoffe auch, die anderen Tutorials zu Star Wars Outlaws helfen euch weiter. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für Ubisoft für den Zugang zu Star Wars Outlaws. Und das war's von mir. Macht's gut!